Ja. Lol. Get wrecked, Bro. So, wer denkt, dass der Loki erstmal proxied, hebt die Hand. Ich hab meine Hand gehoben, ja. Hab's nicht gesehen. Der Musik aus. Nein, Rampage, ich bin nicht am Essen, Digga. Sie ist auf jeden Fall schon da, okay. Gut. Ich hoffe, du solltest wenigstens einmal Zeus mitpicken. Ja, das werden wir schon noch schaffen, vielleicht. Kommt drauf an. Nice, Hachu. Oh, die drei war ja mal wack. Oh, muss man einfach ein bisschen chillen, bis die Items online sind. Wo bist du, Season? Ah, du bist solo, okay. Ja, uff. Minions, Digi. Aber nicht Zeus. Hä, wolltest du nicht immer, dass ich Zeus spiele, Daniel? Ja, wir werden nicht transrushen können. Dafür lief der Anfang zu mediocre. Was? Osiris bekommt einen Buff? Mhm. Hat seine 3. Ist jetzt kein Überbuff, aber ein bisschen mehr halt. Ah, die Stun Duration verkürzt oder was? Ja, nicht die Duration, sondern wie lange es braucht bis zum Stun. Okay. Also die wurde verkürzt. Nice, kriegt ihr den? Nice. Es ist einfach immer das gleiche mit einem Loki, Alter, muss ich sagen. Good luck. This will be a slaughter. Hey Alex. Alex, so. Gehst du immer wieder raus und kommst hier rein oder was? Doch.
Solo, ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Wenn du schaffst, deine Gegner durch die Minions zu dashen, dann hast du ihn early dreckig. Nein, Jan, darfst du nicht. Oh, oh ja, okay, dann muss ich, Bruder, dann muss ich. Oh, Bruder! Absolut, Ehre, Dankeschön. Alter. Ja, dann muss ich Zeus mitspielen, jetzt hat er mich gekauft wie eine billige Hau, Bruder. Alter. Jeder ist käuflichtig, was will ich machen? Hörst du dich machen, Digga, der Preis hat ja gesagt. Ah, Bruder, oh, Bruder. Okay, du bist tot. Defend right lane. The trap is set. Okay. Thanks. 20 Euro, was die du alles. Ja, jetzt übertreib mal nicht, Digga. Passt alles. Be careful. Okay. Da war es, der hat's doch bekommen. Loki, Ulti. Ja, der heißt ja nicht umsonst Professor Loki. Ist so dumm. Du Hund, Digga. Der war gut. Bruder, muss los. Verpiss dich, Kappa. Digga, willst du mich verarschen? Dieses Kappa ist OP, Digga. Wieso habe ich mich umgedreht? Ich wäre eigentlich schon rausgeworden. Rausgewiesen. Egal, auch Quangri. Ah. Ich hab mich umgedreht, Digga. Glaub's nicht. Ja, auch Quang carry, Digga. Ist so. OP. Digga, der war Sightseeing mit den Minions. Mm-hmm.
Arachne incoming, guys. Ja, Dicky, Alter. Es kommt nie auf die Sterne an bei dem Gott. Das war schon immer das. Ja, Mann. Schade, dass er sagt, wenn der mehr Sterne als Chromosom hat. Oh, Bruder! Oh. Stabil. Loki kommt zu euch. Ich kann nichts machen, ich berg jetzt. Ja, Ulle, es hat einfach einer von den Stand-Switch-Göttern. Er hat seine Axtform und seine Bogenform. Muss man ein paar Mal spielen, aber... Also am meisten Spaß machen halt auch immer die Götter, die wo zwei Stances haben. Das finde ich halt. Ja. Ist Schimmy eigentlich wieder rausgegangen? Ja, ich bin hier. Okay. Ich bin hier. Hab mir nur noch schnell einen Kaffee gemacht und ein Birnchen geholt. Nice, Bruder. Get sniped, Alter. Oha. That was nice. Du machst hier den Kevin, Digga. Long spam. Der hat mich zuerst ausgelacht. Ich lache immer dann, wenn man mich ausgelacht. Ja, okay. Wenn er dich ausgelacht, dann hat er das verdient. Ja, ja. Wie meinst du das, Daniel? Wenn ich was trinke oder allgemein? Ist VET geiler? Okay, muss ich ausprobieren. Aber nur wenn der Loki steht. Oh, fuck, Digga. Ich dachte nicht, dass die Ho noch da ist. Komm schon, fick die, die kommt zu euch. Nice. Alter, Score, die Ulti ist down. Ja, ja, ja. Nice. Na, allgemein nicht. Ich werde auf jeden Fall lustiger, wenn ich was trinke. Dann laber ich noch mehr Scheiße als jetzt. Ja, das haben wir auch noch nicht erlebt, Digga. Das müssen wir auch noch erleben. Ja, ich sehe. Schirmi Tipsy, Digga. Chipsy. Ich bin Nebel. Dann ist er Chipsy. Baust denn auf Bruiser? Bisschen Damage, bisschen Tank. Drunk Livestream. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen,
dass mir das mit dem Trinken gar nichts mehr gibt, so. Es kommt eigentlich immer noch drauf an, in was für eine Runde du bist, so, mit was für Leuten. Hm. Brauchst du da nicht mal eigentlich? Ja. Weil, es klingt zwar dumm, aber wenn ich wirklich was trinke, dann ist der Tag danach immer so, also, nein, die Woche danach ist immer so anstrengend. Ja, Digga. Bei dem Alter wird's auch schlimmer, weißt du? Mhm. Ich hasse diese Camps so sehr. Das gibt, wenn du deine Tastatur anschließt, kannst du Ranked spielen mit PC-Lern. Also, dann kriegst du auch PC-Lobbys, Rips. Aber ich Digga, ich hab eine stabile Ult gemacht. Ja. Aber ich weiß nicht, ob die das mittlerweile gefixt haben auf Konsole mit Maus und Tastatur. Hm. Weil du musstest nach jedem Game dein Game neu starten, weil du nichts mehr machen konntest in der Lobby. Hab. Und du musstest jedes Mal deine K-Bindings wieder ändern. Ach, der Hui war auch nicht da. Egal. Ja. Sind die an Feier? Ja, ja. Lol. Get wrecked, bro. Hm. Mm. Nice. Komm schon, Hui, wenn du den Phoenix kriegst. Weeps. Der Umstieg von Controller auf Tastatur und Maus ist schwierig. Die stirb für den Phoenix, it. Bruder. Stirb für den Phoenix. Nice. Worth. Absolut worth, Digga. Absolut worth. Ja, aber mit. Nee, du kannst deine Tastatur einfach anschließen und trotzdem mit Controller spielen. Glaube ich. Nein. Doch, sobald du deine Tastatur richtig angeschlossen hast, bist du ja. Das war. Gibt doch gar keinen Sinn. Der erkennt dann automatisch, also wie am PC, ob du. Welches Eingabegerät du benutzt. Yo, Snack okay. For Genie, willkommen. Sneaky Genie, denke ich, soll das. Sneaky Genie. Willkommen. Servus, Bruder. Ja, Reeps. Ich hab's ja selber ausprobiert. Also, wenn du deine Maustastatur anschließt und mit deiner Maus eine Bewegung machst, erkennt der dein Eingabegerät als Maus und Tastatur an und du findest PC-Keyboard-Lobby. Sobald du aber mit dem Controller nach oben, unten, A, B, was auch immer drückst, erkennt ja dein Eingabegerät als Controller und du findest ganz normal die Controller-Lobbys wieder. Ich hasse Kusembo. Digga, diese Ulti, du kannst keinen Spell benutzen. Es war so obvious, was er vorhatte. Was nicht geht, wenn du mit Maus und Tastatur ins Game reingehst. Jo, später Marmorkuchen. Bis dann. Dude, he is like his old, you're useless when you don't have beats. Hat schon mal fehlt. Okay. Ihr müsst dem Dings helfen. Nice. Daher. Servus Julia, willkommen. Hallo Juschen. Hallo. Hallo Jule. Itox. Du bekommst, wenn du deinen Führerschein bestehst, einen vorläufigen Führerschein normalerweise. Ja, du kriegst so einen. Also wenn man. Ist er 18 oder? Ja, du kriegst den doch direkt am Ende der Fahrt. Kommt drauf an, wenn du. Ja, wenn du 18 bist, dann schon. Ja. Ja. Also im Normalfall ja. Wenn die den nicht vorbereiten, weil aus Gründen, bekommst du aber immer einen vorläufigen. Der geht 14 Tage. Okay, ich dachte, der ultet euch, der ultet Sylvanas, Digga.
wie der hat nichts bekommen. Das reicht, das reicht, das reicht, das ist zu viel. Ja, Julia, die Jungs haben sich gut vorbereitet. Oh. Also ich weiß, wo ich meinen damals mit 17 gemacht habe, dann habe ich sowas Vorläufiges bekommen, dass ich mit sozusagen der Begleitperson fahren darf. Mhm. Jule, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Mhm. Das wird schon. Also das war früher auch so gang und gäbe, dass du erst den Vorläufigen bekommst, weil die sich halt die Arbeit nicht gemacht haben. Weil die ja nie wussten, okay, besteht er oder besteht er nicht. Aber mittlerweile geht das ja mit dem Führerschein. Mittlerweile machen die das sofort, du kriegst den doch direkt eigentlich. Genau, und jetzt mittlerweile bekommst du den eigentlich direkt. Also es ist relativ untypisch, dass du jetzt einen Vorläufigen bekommst. Also da sollte dein Bruder auf jeden Fall nochmal nachhaken, weil das darf eigentlich nicht sein. Weil okay, sobald du die Prüfung bestanden hast, bekommst du den Führerschein. Anders gibt es eigentlich nicht. Das ist mir aber echt neu. Ach so, die haben den gemacht und haben den vergessen. Ja, das ist ja aber okay, ganz schlecht. Das ist schon traurig, Alter. Also das ist richtig traurig. Oh, rechts, Bruder, hast du Teleport und Zeug. Ich hab Teleport, ja. Ja, gar nicht, wir sind schon ein paar Tage älter. Wir machen die Links. Ja, den Vorläufigen gab's da nicht, weil die den richtigen vorbereitet haben. Und aber, ja, das ist aber, also, traurige Fahrschule. Jo, bis dann. Der Hui stirbt recht. Jo, bis dann, Daniel, hau rein. Ja, müssen wir schnell Fall machen. Ja, ja, aber Hachima wartet da an der Ecke. Wie alt bist du denn, Zombie? Hauptsache der Felix geht nicht down, Digga. Ja, Mann. Was geht an, Invited? Wie geht's dir? Servus, willkommen. Digga, bin wieder da. Wer ist wieder da? Servus, Anni. Ah, Anni. Willkommen zurück. Alles klar, Anno. Bis dann. Jo, bis dann. Ja, ich bin 30, Zombie. Alles entspannt. So, weil jetzt muss ich erstmal das von Domme und Uninvited lesen. Digga, kannst du das vorlesen, Dick? Es ist zu viel. Ich hatte mich für U18 angemeldet und ihn dann aber mit 18 gemacht und deshalb selbst abholen müssen, wenn ich es noch richtig weiß. Ich hatte nachdem ich bestanden habe, auch nicht bekommen. Domme, das weiß ich gar nicht, wie das gehandhabt wird. Da habe ich keine Ahnung. Aber trotzdem, also im Normalfall, das hat mir mein Vater. Lauf in meine Richtung, Bruder. Und der ist. Arachnebeat? Weiß nicht, wie alt war der. Waren 50, Anfang 60. Also der war schon ein paar Tage im Geschäft. Dass die im Normalfall die Fahrlehrer, ja. Fucking! Digga, wie konnten wir die gerade nicht killen, Alter? Digga, wie sind die nicht alle gestorben? Ich weiß es nicht. Hui hat noch Ulti. Was? Dem Prüfer ja schon von vorn absagen, ja, ich habe den Verdacht, der besteht. Oder ich weiß es zurecht. Und danach wird dann halt auch gehandhabt. Oder war es damals zumindest so, dass du dann deinen richtigen Führerschein direkt nach Bestehen des, nach Bestehen der Fahrprüfung bekommst. Uninvited. Wenn du die Prüfung bestehst, bekommst du einen vorläufigen Führerschein, mit diesem kann man bis zu 4 Wochen fahren. Also früher waren es 2 Wochen. Nee, wir spielen zu zweit. Auch selbstständig. Das auch selbstständig bezieht sich ja auf über 18. Wenn du unter 18 bist, darfst du nicht selbstständig Auto fahren. Das ist das, was Dino von uns meinte, mit dem 17. Du kannst ja auch den Führerschein mit 17 machen fürs Auto. Und brauchst da halt eine Begleitperson, die dann mitfährt. Sollte ja, man den. Brauchen wir Enter-Heal. Hast du Enter-Heal, Bruder? Hm? Hast du Enter-Heal für Arachne? Nein, ja, gut. Okay, also ich hab meinen. Also ich weiß nicht, wie es. We need Enter-Heal for Arachne, guys. Aber ich hab meine Fahrprüfung bezahlt direkt zu meiner Prüfung. Also die hat 108 Euro gekostet oder so.
Irgendwie sowas. Und damit bezahlst du ja deinen Führerschein. Du bezahlst ja nicht nur die Fahrzeit und den Prüfer, sondern direkt den Führerschein halt mit. Zumindest war es bei mir so. Und je nachdem, wo dein Führerschein dann gemacht wird, wenn du einen Vorläufigen bekommst, aus welchem Grund auch immer, war es damals halt so, dass es auch 1 bis 2 Wochen gedauert hat. Mhm. Rank kannst du nur zu zweit spielen, Sneaky Genie. Aber ist auch schon eine Weile her. Ja, da, bei mir auch. Also, nee, bei mir gar nicht. Ich habe meinen erst mit. Wie alt war ich? 25? Ich habe jetzt 5 Jahre im Führerschein. Du musst deine Ultis mal öfter im Gang fallen. Ja, muss ich echt mal machen, Diggi. Diggi, falls er nicht zurückkommt, kill den direkt und dann rushen wir den. Ja, auf jeden Fall. Kein Erbarmen mit den Armen. Kein Erbarmen, in Rank gibt's kein Erbarmen. Das stimmt, ich habe meinen schon 4 Tage geguckt. Was auch immer. Okay, Jule, das ist ja. Das hab ich jetzt nicht. Fuck, wieso ist das bei euch so, Alter? Separat bezahlen und dann auch noch selber abholen ohne Vorläufigenschein. Ich muss. Hä, es macht überhaupt keinen Sinn. Nein. Weil. Hä? Okay, das ist mir. Ja. Also das kann natürlich sein, dass es von Fahrschule zu Fahrschule unterschiedlich ist, das stimmt schon. Aber bei einer guten Fahrschule, was ist mit mir? Fahrschule? Ja. Hat mir mein Fall auch gesagt, bezahlst du das halt gleichzeitig. Dass du nicht halt diese Rennereien hast mit Puzzlewochen, fick mein Leben, warten, Digga. Aber, ja. Was tot, Digga, ich muss mich kurz heilen. Ja. Oh, Bruder. Ja, ich wurde richtig runtergehauen von der Disco, ja. Alter. Ja, das ist auch ärgerlich, wenn man dann. Wir müssen die Score ja erst töten, Digga. Die ist extrem nervig. Also ich muss sagen, ich habe für meinen Führerschein im Vergleich zu dem, was ich gefahren bin, an Kilometern extrem wenig bezahlt. Ich habe ungefähr 1000 Euro bezahlt. Vielleicht 1100, aber mehr nicht. Und bin aber 5000 Kilometer gefahren oder so. Digga, meine Fahrprüfung war richtig witzig, Alter. Ich bin nur die Schnellstraße kurz 10 Minuten, da bin ich in so ein Dorf gefahren. Vor dem Kreisverkehr hat er gesagt, bei der nächsten Möglichkeit, wenn... Ich denke so, okay, Digga, dann fahre ich den Kreisverkehr entlang. Ja, genau. Ja, und dann war es fertig, dann hat er mir den Führerschein gegeben. Das waren vielleicht 20 Minuten. Nice. Bei mir ging es, glaube ich. Das kommt echt auf den Prüfer an. Ja. Manche, die sind einfach Hunde, Alter. Manche, die haben einfach keinen Bock. Die sagen, vor allem, wenn der Prüfer keine Zeit hat oder was vorhat, der scheißt drauf. Der scheißt absolut drauf. Ja. Boah, Jule, willst du mich rollen? Boah. Krank. Was hast du gezahlt? Was hat Juli gezahlt? Mehr als das Doppelte, also ich habe 1100, aber mehr nicht. Yo, aber 1100 ist ja auch schon ein bisschen länger her, also ich habe 1,6 bezahlt oder so. Ja, ich hatte halt so, ich hatte einen Fahrlehrer, das war der Mann von einer Kollegin von mir, wo ich noch auf Caterings war und der hat dann irgendwann gesagt, komm für mich, John, ich mache jetzt mit dir einen Führerschein. So, und ich habe da halt wirklich gut was für mich selbst sparen können. Weil ich halt auch extrem viel fahren konnte. Oh, nice, ohne, dass ich alles bezahlen musste, weil der das halt auf seine Kappe genommen hat. Das war cool. Und ich habe wirklich nur die nötigen Stunden genommen. Also diese 5 Nachtfahrtstunden, die du brauchst. 5 Überland oder was. Digga. Digga, wartet doch. Wieso warten die nicht? Ich rast aus, Alter. Lauf zu mir, Bruder. Lauf, jetzt lauf.
is behind us. Ich verstehe das nicht. Immer wenn die Wave pushen kann, warten die nicht. Ah, wieso ist es so schwer zu warten, Alter? Wieso? Okay. Haut ab, wir sind nicht die Scheiße hier, glaube ich. Dein. Loki gammelt im Jungle, links von euch. Loki ist tot. Null. Den hat ihn nur gut weggeschossen. Okay, nein, Alter, ich hol dir auf das Body, okay? Titan wird schwer. Ah, Loki kommt. Ja, der wird dich direkt ulten. Aber ich kann den auch auslöschen auf jeden Fall. Okay, hast du Beats oder irgendwas? Nee. Scheiße. Sylvanas hat auch kein Ulti. Ja, steh in Sylvanas, Digga. Ja, ist normal. Gerade jetzt mit dem neuen Spiel. Nice, Bruder. Aber das wird nicht reichen, das wird nicht reichen. Weg einfach. Das ist zu intens, das Game, Mann. Ja, Mann. Ich hab Teleport, falls wir irgendwas machen wollen. Ja, warte, ich hab 4500 Gold, ich muss blinken. Ja, Jule, du bin. Der muss das Game carry. Dankeschön, Jule. Normalerweise, wenn Jule reinkommt, die klippt erstmal irgendeinen Fail von mir. Ja, Mann. Richtiger Anti-Mate. Dino ist dein Feind. Digga, ging der schnell. Ich bleib bei dir. Dieser Crit. Bruder, endlich wird dieses Game mal enden, Alter.
ausgelöscht. Oh, da war noch ein Loki, ich hab dir gar nicht gesehen. Hä? Ich hab einfach auf Titan geschossen. Wie ist denn der gerade gestorben? Hä? Jo. 377er Crits in seine Fresse. Vor allem wirklich drei hintereinander gleicher Damage. Ich dachte gerade, da ist Loki aufgetaucht. Ich tot. So, hä, was ist da gerade gestorben, Digga? Digga, klippt es. Ist ja lustig. Ja, das Game könnte speichern, Jimmy. Ist ein gutes. Ich hab schon Angst, ich kann mein letztes Game, Ulla Game. Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch von Herzen! Fickt euch! Fickt euch! Diese Worte sind für uns von großer Bedeutung. Sie helfen uns, das auszudrücken, was wir als Firma anders sehen als andere.